Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit dabei. Hikaru von Mehmet Productions. Und zusammen gucken wir uns das nächste türkische Lied an. Und zwar ist es von Kerimcan Durmaz. Er ist ein YouTuber. Mhm. Und er hat genau wie Alena Tekin gestern um 11 Uhr ein neues Musikvideo rausgebracht. Wir sehen gerade, er hat mehr Klicks und ist sogar in den deutschen Trends auf Platz 15. So um die 2 Millionen mehr Klicks. Genau, ich bin sehr gespannt. Ich kenne nur seine YouTube-Videos. Ich wusste gar nicht, dass er Musik macht. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, was er jetzt rausgebracht hat. Und ich sehe, gefilmt in, ich glaube, L.A. Kalifornien, ja. Miami. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, anfangen? Ja, natürlich. Bevor wir anfangen, vergisst nicht zu abonnieren, falls ihr weitere türkische Reactions sehen wollt. So sieht's aus. Fangen wir an. Genau. Natürlich erstmal. Dieses Teil. Sowas am Kopfschmuck habe ich zum ersten Mal gesehen. Das sieht eigentlich wie so Räuber aus. Ja, so Räubermaske, bloß in Glitzer. Ja, Glitzer, bling bling. Englisch? Ist das Englisch doch? Ah, doch, türkisch. Ah, okay. Ich mache das so ein Mix aus Englisch-Türkisch. Das ist echt farbenfroh gehalten. Ja. Boah, geil Aussicht. Ja. Ui, nice. Ist das sein erstes Musikvideo oder macht er andere? Dein erstes? Ja. Ach krass. Ich glaub schon. Und dafür richtig gut. Ja. So gut produziert, ne? Ja, auch finde ich auch. Boah, ja. Geiler Kuchen. Ja. Und sogar mit Choreo ein bisschen. Oh, ja. Der Knauf hochkommt sein Bein. War schon bei Alena so schockiert. Tanzen kann er gut. Ist so. Ich bin voll überrascht. Seine Haare sind auf jeden Fall anders. Sie sind blond. Ja. Cooler Style. Mal was anderes. Boah, dafür müssen dann so Partys und so weiter, ne? Also man merkt, er trägt gerne durchsichtige Kleidung. Oh, hau rein, Junge, hau rein. Cool, das ist cool. Boah, das sieht krass aus. Die Szene haben die echt gut mitgesetzt. Aber allgemein auch, die Szene sind echt gut gemacht. Also, ja, die sind echt gut abgemischt. So anders. Jetzt bei Alena Tiki zum Beispiel war es irgendwie so eintönig, fand ich. Ja. Vom Setting her. Und hier, so wird hier alles gezeigt. Alles so durcheinander, so bunt. Ja, ja. Dance Break. Okay. Also Pişinde heißt so, die sind hinter mir her. Ja, die sind hinter mir. Also getrackt? Ja. Die riecht so Sache. Oh, krass. Holy shit. Das war ein richtig guter Cut. Also könnt ihr auch gute Drags machen. Ja. Nice. Ich finde schon, der sieht hier aus wie Pablo Vittar, falls ihr ihn kennt. War krass. Keine Ahnung. Aber ich fand den Cut richtig geil, so Übergang von den Klamotten. Stimmt. Das war dieser. To be continued? Ja. Okay. Okay, kommt noch ein zweiter Part. Wahrscheinlich. Oder End Cutscene.
Aber so gut wie es gerade ankommt, so denke ich schon, dass der zweite Teil bestimmt eben kommen wird. Auf jeden Fall stark gemacht. Vom Musikvideo gefiel es mir sogar besser als von Alena zum Beispiel. Und das Lied hatte auch mehr Pep, fand ich. Ja, bei Alena war es eher einfach gehalten. Ja. Und man hat auch gemerkt, dass eher so Dua Lipa und so weiter da mitgemacht haben. Also, ich glaube, Alena wollte das jetzt nicht so direkt übertreiben, weil das ihr erstes englisches Video ist. Sie wollte das wahrscheinlich zuerst mal schlicht halten. Nicht so wie ihre anderen Videos, wo die immer so cool drauf sind. Ja. So Tanz, dies, das. Ja, ist ja nicht schlecht gemacht, ist echt gut gemacht. Also beide waren sehr, sehr gute Künstler. Ja klar, man muss aber auch bedenken, so Corona-Zeit. Und so. Ja, nicht jeder hat so die gleichen Mittel vielleicht, deswegen. Ja. Aber auf jeden Fall, das wurde cool gemacht, finde ich. Nice gemacht. Nice Song? Was sagst du damit? Ja, definitiv. Schreibt gerne eure Meinung unter den Kommentaren. Ich bin sehr interessiert. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. Cheerio. Und bis zum nächsten Video.